Omi trippelt und trappelt über Steine und vertrocknete Grasbüschel. Bäh, ruft er laut. Bäh. Keine Antwort. Es ist dunkel. Nur in der Ferne funkelt hell ein Stern. Wo ist Rumis Herde? Rumi war am Nachmittag von seiner Herde weggelaufen, weil er sich heute über die anderen Schafe geärgert hatte und sie alle nicht mehr sehen wollte. Aber jetzt, so ganz alleine, bekommt Rumi doch große Angst und kommt sich sehr verloren vor. Rumis Schäfchennase schnuffelt in die dunkle Nachtluft hinein. Da war doch was. Ein dunkles Knurren hinter dem knorrigen Baum. Rumi springt schnell davon. Stille. Ein säuselndes, schlingelndes Züngeln im Sand und wieder saust das Schäfchen so schnell es kann. Ein borstiges Grunzen, ein raschelndes Piepsen, ein flügelschlagender, fauchender Ruf hoch oben am Himmel und doch viel zu nah. So viele fremde Stimmen und Geräusche. Wohin nur? Kaum können ihn seine kleinen Klauen noch tragen, da hört er ein vertrautes Bäh, Bäh. Dort, da hinten, wo so strahlend der Stern am Himmel steht. Rumi lauscht andächtig. Erst mit dem linken Ohr und dann auch mit dem rechten. Ein wohlig warmes Gefühl breitet sich aus unter seiner flauschig weichen Wolle. Diese Stimme kommt ihm so vertraut vor. Und da trappelt er los, ganz zaghaft langsam erst und dann immer schneller dem freundlichen Klang hinterher. Noch über den Hügel hoppeln und dann ein Stall. Bäh, klingt es aus dem Stall und bäh, frohlockt auch das kleine Schaf. Aber wie überrascht ist Rumi, als er sieht, dass da gar kein Schäfchen nach ihm ruft. Es ist ein neugeborenes Menschenkind, das Rumi in den Stall geführt hat. Bei diesem kleinen Kind und seinen Eltern fühlt sich alles so warm und vertraut an, dass sich Rumi einfach still dazukuschelt. Er weiß, dass jetzt alles schon irgendwie gut wird. Und wirklich, es dauert nicht lange, da kommen auch seine Mama und die ganze Herde und die Hirten herbei. Aber der beste Hirt, denkt Rumi sich, das wird einmal dieses kleine Kind im Stall sein.